Liebe Brüder und Schwestern, steh auf und werde Licht, so heißt es in der ersten Lesung. Ja, steh auf, so ruft der Herr auch uns zu, steh auf und lass dich vom Licht Gottes erfüllen. Ja, Jesus, das wahre Licht, es strahlt für uns in diesem Stern von Bethlehem. Es ruft uns heraus aus Sünde und Tod. Es weckt uns auf von den Toten, aus dem Schlaf der Sünde. Steh auf und werde Licht, so sagt der Herr uns. Ja, und er ruft uns vielleicht auch zu, folgt mit den heiligen drei Königen, mit diesen drei Sterndeutern, dem Licht dieses Sterns. Diesem Licht des Sterns, das alle Dunkelheit erhält. Ja, aber um dieses Licht zu sehen, müssen wir ja diesen Ruf beherzigen, müssen wir diesem Ruf folgen, dieser Aufforderung aufzustehen. Ja, lassen wir uns vom Herrn aufwecken aus dem Schlaf der Gleichgültigkeit, aus dem Schlaf der Sünde, des Unglaubens. Lassen wir uns immer wieder neu aufwecken, von ihm aufrichten und schauen wir hin auf das wahre Licht, das leuchtet, auf Christus, den Retter und Erlöser, den Retter der Welt, den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist für uns, den König der Könige. Ja, suchen wir den Herrn immer wieder neu, suchen wir die Begegnung mit ihm, wie die drei Sterndeuter. Suchen wir ihn mit offenem Herzen, mit Sehnsucht, mit Glauben. Ja, bringen wir sozusagen das Gold unseres Glaubens zu ihm, wie die drei Weisen das Gold gebracht haben, diese drei Sterndeuter, die der Herr gerufen hat aus der Ferne. Nicht aus dem Judentum, sondern der Herr ruft Menschen aus allen Völkern in sein Reich, in seine Nähe, in sein Licht, in seine Freude. Ja, bringen wir ihm, dem Herrn, den Weihrauch unserer Anbetung. Denn wir haben erkannt und sind zum Glauben gekommen, er ist der Sohn Gottes, er ist der Retter und Erlöser, der Messias. Er ist unser Heil, er ist die Versöhnung mit dem Vater. Ja, bringen wir Jesus alles da, was wir haben und sind. Bringen wir ihm auch unser Herz da, unsere Opferbereitschaft, unsere Bereitschaft, ihm nachzufolgen, auch auf dem Weg des Kreuzes, auf dem Weg des Opfers, der Schwierigkeiten, der Widrigkeiten. Ja, gehen wir mit ihm den Weg der Hingabe an Gott und die Mitmenschen, den Weg der Liebe, des Vertrauens. Bringen wir ihm sozusagen die Myrrhe unserer Bereitschaft dar, diesen Willen des Vaters anzunehmen, zu tun, so wie Jesus immer alle Zeit den Willen des Vaters im Himmel getan hat. Er sagt ja, ich bin gekommen, deinen Willen zu tun, den Willen des Vaters zu erfüllen. Und der Wille des Vaters ist Heil, ist Rettung, Erlösung, neues Leben. Ja, kommen wir voll Vertrauen zum Herrn. Er ist das wahre Licht, dieses Feuer, das strahlt, das leuchtet. Es heißt im Stundengebet, dieser Stern strahlt wie ein Feuer, er brennt. Ja, er ist sozusagen schon diese wahre Sonne, die aufleuchtet, die alles Dunkel überwindet, die der Nacht, der Sünde, der Gottferne, des Todes ein Ende bereitet, die den neuen Tag heraufführt, den Tag, der kein Ende hat. Ja, Jesus, er möge uns erfüllen
mit dem Licht seiner Freude. Herodes hat diese Freude nicht erkannt, nicht gefunden, nicht angenommen. Er fürchtete um seine Macht, heimtückische Pläne hatte er. Er sagte nicht ehrlich, was er wirklich im Sinn hatte. Er wollte dieses Kind beseitigen, diese Gefahr für seine Herrschaft, wie er meinte. Schickte die Sterndeuter hin, damit sie ausforschen, ja, wo dieses Kind genau ist, um, so meinte er, diese Gefährdung für seine Macht zu beseitigen, zu töten. Aber Gott kann man nicht täuschen. Gott weiß um unser Herz, er kennt die heimlichen Gedanken in unserem Inneren. Er kannte den Plan des Herodes und führte die Sterndeuter auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Ja, wir wissen, wie Herodes dann reagiert hat, wie er unschuldige Kinder töten ließ. Ja, hätte er an das Kind geglaubt, dann hätte er wirklich herrschen können. Dann wäre seine Herrschaft gefestigt gewesen. Dann hätte er erkannt, dass dieser neugeborene König der Könige, ein Reich der Liebe, des Friedens ausbreiten möchte, dass er nicht irdische Herrschaft sucht, sondern dass er in unseren Herzen, im Inneren der Menschen herrschen möchte, mit seinem Erbarmen, mit seiner göttlichen Herrlichkeit und Güte. Ja, wir wollen den Herrn suchen, ihn aufnehmen, ihm unser Leben darbringen, auch unsere Sünden, unsere Schuld, unser Versagen. Er möge alles tilgen in seinem Opfer, in diesem Opfer des neuen Bundes, der das eigentlich schon in seiner Menschwerdung begonnen hat. Der Herr hat sich erniedrigt, wurde Mensch, ein kleines Kind aus Liebe zu uns, um uns zu befreien, um uns neue Hoffnung zu schenken, um uns wirklich neu diese Freude, dieses Tor zur Freude zu öffnen, zum Leben, um uns hineinzuführen in die Gemeinschaft mit dem Vater, damit wir wirklich als Kinder Gottes leben, als Söhne und Töchter des einen Vaters im Himmel, der uns geschaffen hat, dem wir unser Leben, unser ganzes Sein verdanken. Ja, alles verdanken wir Gott, unserem Vater, seiner Güte. Jeder Augenblick ist sein Geschenk, Geschenk seiner barmherzigen Liebe. Wir leben von seiner Güte. Ja, vertrauen wir uns neu dem Herrn an, durch die Fürsprache der Gottesmutter Maria, die auch für uns Stern sein möchte, Stern in der Nacht, Licht, das hinführt zu Christus, zum Retter und Erlöser, zu ihrem Sohn, den sie empfangen und geboren hat. Ja, möge Maria für uns bitten, dass wir diese Freude Gottes neu entdecken, diese Freude am Glauben, diese Freude an Jesus, der unter uns ist, der mit uns unterwegs ist auf unserem Lebensweg, der uns leuchtet auf unserem Weg, damit wir sicher das Ziel unseres Lebens erreichen, das ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes. Damit sein Reich, ja, das Reich Christi, das Reich Gottes sich ausbreitet, auch durch uns, durch unser Leben und Zeugnis, damit wir allen verkünden, ja, dieser Sohn Gottes, dieser verborgene Gott, der ewige Sohn des Vaters, ist sichtbar unter uns erschienen. Er ist mit uns und er gibt sich uns als dieses Brot des Lebens, um uns zu stärken. Amen.